Hallo und herzlich willkommen zurück in Nax Ramas. Wir machen den zweiten Bus des dritten Flügels, den guten. Hört zu, wenn ihr jetzt aufgebt, befehle ich Gotik, euch nicht die Seele aus dem Leib zu reißen. Okay, wollen wir mal schauen. Aber wir machen jetzt erstmal den guten Gotik, den Ernter, und nehmen dafür unser gutes Rustikal-Deck, das wir zusammen. Ja, Gotik, Rustikal, hab ich. Ja, wissen wir schon. Wir müssen eigentlich nur durchhalten, weil er tötet sich zum Schluss selber. Und das schaffen wir am besten, wenn wir Gleichheit behalten. Wir heiliges Licht ist auch nicht schlecht zum Heilen. Indem wir uns genügend heilen und einfach gucken, dass wir wirklich alle seine Karten, die er ausspielt, zerstören oder auf unsere Seite dann rüberziehen. Auch wieder durch Zerstörung. Gut, die erste Runde konnten wir ja noch nicht spielen. Bringt eure Toten. Okay, gegen den können wir in Runde 2 auch noch nicht direkt was machen. Aber wir ziehen mal ein, weil im Regelfall greift er den an. Also die KI probiert eigentlich immer zum Traden, wenn sie selber gut überlebt. Ja, genau. Okay, passt. Okay, damit haben wir die Möglichkeit zur Not, wenn das Board zu voll ist, wieder aufzuräumen. Bringt uns nicht, deswegen ziehen wir einfach nochmal eine Karte. Ja, machen einfach die Heldenfähigkeit. Okay, er wacht sich hoch auf 3, langsam müssen wir ihn weghauen. Wir haben aber unten, ja. Okay, jetzt kriegen wir ihn nicht mehr weg. Und wir sind im Hintertreffen, jetzt liegen 6, 10, 12 Schaden auf dem Board. Das können wir natürlich nicht lassen, deswegen setzen wir den rein und machen einen Board Clear. Zack, setzt runter auf 1 und dadurch wird das Ganze ausgelöst. So, wir haben 2 auf unserer Seite drüben und die können wir jetzt beispielsweise als Tanks benutzen gleich. Durch unsere Sonnenzornbeschützerin. Oder wir... Ja, Schwert bringt nichts, da kommt schon die nächste Gleichheit, falls wir es mal nachher brauchen. Und ja, aber ich denke, die beste Variante, nee. Ja, Weihe bringt nichts, deswegen nutzen wir hier die Tanks. Damit haben wir eine Runde weiter. Das Ganze und können natürlich hoffen, dass er sie gleich schön tötet, sodass wir nachher keinen Einschaden bekommen. So, was macht er? Er haut den ersten Blutsauger raus. Er spielt nochmal einen Blutsauger. Na gut, so kann man seine Karten auch wasten. Und haut uns die Tanks um die Ohren. Sodass wieder alles aufgeräumt ist. Gut, sehr schön. In den Kampf. Okay, wir haben 2 Zweier und einen Vierer da. Mit dem 4 unten können wir... Ja, mit noch 3 zusammen können wir das Ganze hier ein bisschen aufräumen. So, damit haben wir wieder 1, 2, 3 Tierchen auf unserer Seite. Die wir jetzt dann gleich dafür nutzen können. Oder auch nicht, um ihn hier wegzuhauen. Mischt. In den Kampf. Okay. Wir bräuchten irgendeine Deckkarte, die uns das Ganze ein bisschen einfacher macht. Ich meine, die Schwerter können wir zwar spielen, aber dann haben wir... Und da kommt eine Sonnenzornbeschützerin. Perfekt. Die ziehen wir zwischen den 4er und den 2er. Und können noch seine Sonnenzornbeschützerin wegmachen. Das war's. So, kriegen eine göttliche Kunst, die... Und haben damit wieder 2 Tanks, die eigentlich ein bisschen was abhalten sollten. Einmal, zweimal, kein Schaden auf uns und alles geht hier rein. Und er will sie für die nächste Runde zerstören. Gut. Damit können wir arbeiten. Sehr schön, wir bekommen unsere Echtsilberklinge. Sie wird eh zerstört jetzt gleich. Also
spielen wir die Klinge. Damit können wir gleich den rechten Tank wegmachen, die Monstrosität. Die macht dann 2 Schaden auf alles. Und wir haben das gesamte Board eigentlich frei. Ja gut, bis auf die Sonnenschützen. Dann kriegt man natürlich nicht weg. Aber es sind nur noch 2 Schaden, die auf uns gehen. Und wir können, ja, wir können die Schwertchen noch spielen und haben dadurch hier wieder ein bisschen Ruhe. So. Er spielt die nächste Monstrosität und will unsere Schwerter zerstören. Gut, damit können wir die natürlich jetzt dann in ihn reinrennen lassen. Weil sie sterben ja eh nächste Runde. Dadurch haut er auch seine Sonnenbeschützerin aus den Latschen und wir spielen den nächsten Tank und einen extra und können damit wieder ein bisschen hier arbeiten. So, wir haben einen Vorteil. Von ihm gehen wahrscheinlich langsam dann die Karten aus. Den mag ich am allerwenigsten. Und damit haut es natürlich hier über unseren drüber. Aber das können wir noch machen, indem wir mit der Monstrosität auf ihn drauf gehen. Dadurch kriegt er dann auf einem 3er HP. Dann den rein, dann blickt er auf 0 HP. So, wieder eine Sorge weniger. Und wir können es. Ja, bringt nichts, wenn wir jetzt direkt auf den Gegner noch gehen. Sondern wir nutzen das Ganze noch, um uns ein bisschen zum Heiligen. Um uns noch ein bisschen zum Heiligen. So. Er zieht fleißig weiter seine Karten. Immer 2 Stück pro Runde. Und hat jetzt 2 von den großen wieder. Er dreht uns den hier noch um, das ist gut. Und wir bekommen einmal Hand auflegen. Wir können mit einer Weihe die 2 wegmachen. Oder mit einem Tank. Ne, wir machen das so. Einmal, dann überlebt ein Tank eine Runde länger. Wir können jetzt hier ins Gesicht noch gehen. Und schnappen uns die 5 Schaden noch. Weil dann unser Bord einfach in den Bord da ist und wir schön Ruhe haben. So, wir können noch einen Rekrut. Und ich glaube, die Gunst bringt jetzt auch gar nichts mehr, weil so viele Karten hat er nicht mehr. Er hat noch 3 Karten, die wir überleben müssen. Das heißt, es sind 6 Karten, die wir besiegen müssen. Und die 3 sehen eigentlich ja, nicht besonders als ein großes Problem aus. Da wir haben auch nur einen Schaden. Wir müssen Karten ziehen. Ein Tank ist gut. Ein Tank-Zerstörer ist gut. Und natürlich das beste Sägen der Könige, das können wir gebrauchen. Können allerdings in der Runde jetzt nichts mehr großartig spielen. Und lassen die jetzt auch am besten dran, in der Hoffnung, dass er, wenn möglich, auf unsere... ja, kleinen Diener geht. Er spielt einen extra Tank. Und schickt uns alles ins Gesicht. Okay, die 2 machen noch Ärger. Gut, wenn wir die Monstrosität vernichten, macht sie 2 Schaden auf alles. Deswegen setzen wir ihn runter auf einen 2er Schaden. Damit haben wir alle bis auf den Reiter weg. Und können dann über den Sägen der Könige auf den Großen. Dadurch ist er wenigstens auch mal zu irgendwas Nutze. Gehen mit ihm ins Gesicht. Er überlebt natürlich, sein Kumpel auch. Und es sind nur noch 5 Karten, die wir von ihm besiegen müssen. Spielen... ja, wir brauchen noch irgendwas, um ihn abzublocken. Und spielen den... na, wir haben auch die Monstrosität doch noch. Also hier, die Schleimi. Genau, spielen wir den. Und er hat keine Karten mehr, sehe ich das richtig? Ja, zieht aber trotzdem weiter wie Weltmeister. Also,
KI willkommen. Ja, habe ich jetzt eine Runde verpasst oder wieso hat er jetzt keine Karten mehr? Aber mir soll es recht sein. Es sieht gut aus, jetzt müssen wir uns eigentlich nur noch durchheilen. Und dann haben wir es geschafft. Ja, was spielen wir noch? Ja, wir heilen uns mal ein bisschen hoch, damit wir hier genügend haben. Zack, zack, zack. Zwei Heiler, ein Heilschwert. Damit kann ich arbeiten. Und wir haben es. So, zwei Schaden. Drei Schaden. Und alles fliegt ein. Er hat noch 19, es steht 14 zu 19. Nee, jetzt gleich 12 zu 19. Und sehr gut für uns, den wilden Pyromanten brauchen wir nicht mehr. Sondern wir nutzen hier noch unsere Irdinnen, um uns ein bisschen zum Heilen. Hier einmal die Waffe können wir noch mit anlegen. Bei den zweiten Irdinnen, jetzt steht es 18 zu 19. Und wir gehen mit 5 weiter. Und hier nochmal 4 Schaden direkt ins Gesicht. Gut, da kommt die 4. Und da kommt die 5. Er nimmt natürlich alles mit, also... Hätte er das nicht gemacht, hätte er uns vielleicht... Ja, er hätte uns nicht mehr gekriegt, weil er hat ja keine Karten mehr. Aber jetzt können wir ihn natürlich besiegen, machen wir mit dem... Ne, wir gehen direkt auf. So. Und das war's. Also ihr seht, Gotik kann man am besten darüber besiegen, indem man ihm einfach seine gesamten Karten weghaut. Und dann kann man sogar als Level 16 Paladin ihn recht einfach besiegen. Es sollte also für euch auch kein Problem sein. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch was gebracht hat oder es euch gefallen hat, dann gebt einen Like. Und natürlich könnt ihr den Channel auch abonnieren, um weitere Spiele dann zu sehen. Wenn nächste Woche beispielsweise die nächsten der nächste Flügel dann kommt. Ich danke euch vielmals und bis dann. Hearthstone, Heroes of Warcraft. Fluch von Naxxramas, ein Hearthstone-Abenteuer.